Hallo zusammen, heute mit einer Kickstarter-Preview bzw. mit einem Wie spiele ich Waste Knight Second Edition. Und in diesem postapokalyptischen Spiel verkörpert ihr Helden und ihr befindet euch gerade im dystopischen Australien, welches durch Großkonzerne zerstört wurde. Und diese Großkonzerne haben Monster erschaffen, sie haben das Land zerstört. Ja, und ihr müsst unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Welche Aufgaben ihr erfüllen müsst, das ist abhängig davon, welches Abenteuer ihr spielt. Denn zu Beginn der Partie bekommt ihr hier dieses Buch. Und in diesem Buch steht dann, welche Aufgaben ihr meistern müsst und welche besonderen Regeln es in diesem Spiel gibt. Denn das Interessante hierbei ist auch, dass es noch unterschiedliche Abschnitte immer gibt. Je nachdem, wo ihr euch befindet oder welche Entscheidungen ihr trifft, das findet ihr immer im Buch der Geschichten, kommt es zu unterschiedlichen Ereignissen. Aber um euch nicht zu spoilern, werde ich jetzt hier in diesem Video nur auf die Grundregeln eingehen. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch kurz erwähnen, dass es hier ein Prototyp ist. Schon ein sehr fortgeschrittener Prototyp. Aber das finale Produkt wird nochmal ein bisschen anders aussehen. Dazu schaut euch am besten die Kickstarter-Seite an. Aber jetzt mal zu den Grundregeln von Waste Knight Second Edition und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Zunächst einmal erkläre ich euch den Standardaufbau von Waste Knight Second Edition. Wichtig hierbei ist, je nachdem welches Abenteuer ihr spielt, kann sich der Aufbau nochmal unterscheiden. Aber jetzt mal zum Standardaufbau. Zunächst einmal legt ihr die unterschiedlichen Decks bereit. Ihr habt ja einmal das Wundendeck, das Fehlfunktionsdeck, das Spezialkartendeck. Das sortiert ihr aufsteigend. Dann habt ihr hier die Landschaftskarten und hier die Erkundungskarten sowie hier die Ausrüstungskarten. Dann seht ihr hier rechts noch die Ressourcen und die Marker. Und dann nehmt ihr euch noch hier diese Bedrohungsmarker und werft diese hier noch in den Beutel. Und dann bekommt der Startspieler noch diesen Marker. Und dann suchen wir uns auch schon die Helden bzw. unsere Fahrzeuge aus. Angefangen vom Startspieler und dann im Uhrzeigersinn kann sich jeder Spieler nun einen Helden aussuchen und er erhält die entsprechenden Komponenten. Er bekommt einmal das Heldentableau sowie die Heldenfigur und die Upgrade-Karten des Helden und er erhält zusätzlich die vier Heldenmarker und platziert noch seinen Erfahrungsmarker auf dem Feld 0 des Heldentableaus. Zusätzlich startet jeder Spieler mit 2 Munition, 2 Medizin und 2 Benzinkanistern, die er auf seinem Fahrzeug platziert. Das Fahrzeug, das sucht ihr euch entgegengesetzt des Uhrzeigersinns aus. Das heißt, der letzte Spieler am Zug darf sich zuerst das Fahrzeug aussuchen und der Startspieler als letztes. Dann seht ihr rechts die Ausrüstung. Die könnt ihr ebenfalls entgegen des Uhrzeigersinns aussuchen. Oder ihr entscheidet euch für eine vorgegebene Auswahl an Ausrüstungsgegenständen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Zum Beispiel startet jetzt Zoe mit diesen beiden Ausrüstungsgegenständen. Aber bevor wir jetzt mit der Partie beginnen, möchte ich euch zunächst einmal die einzelnen Tableaus erklären. Und wir fangen mal mit dem Heldentableau an. Hier oben rechts seht ihr zunächst einmal den Namen sowie den Beruf des Helden und darunter seht ihr, wie viele Würfel euch bei unterschiedlichen Tests zur Verfügung stehen. Darunter findet ihr die Spezialfähigkeit und hier seht ihr, welche Aktion bzw. welche Fähigkeit dieser Held bei den Aktionen Camp und Erkunden hat. Dann seht ihr links noch die Lebenspunkte und wie viel Radioaktivität dieser Held vertragen kann bzw. welche negativen Konsequenzen drohen. Hier rechts seht ihr einmal den Platz für die Rüstung. Wichtig, ihr dürft immer nur eine Rüstungskarte haben. Und hier oben seht ihr den Platz für die Handkarten. Bei den Handkarten ist es so, dass ihr entweder 2 Einhandwaffen haben könnt oder ihr dürft, weil es halt eine Zweihandwaffe ist, nur eine Waffe haben, die dieses Symbol hat. Das heißt, an diesem Symbol seht ihr, ob es eine Zweihandwaffe ist oder ob es eine Einhandwaffe ist. Zudem seht ihr oben rechts einen roten Bereich und einen grünen Bereich. Ist der Bereich grün, so ist die Waffe intakt. Ist der Bereich rot, so ist die Waffe leider defekt. An diesem Symbol seht ihr, dass es eine Fernkampfwaffe ist und an diesem Symbol seht ihr, dass es eine Nahkampfwaffe ist. Und zudem seht ihr rechts neben diesem Symbol immer, mit welchen Würfeln ihr würfelt. Darunter seht ihr noch eine bestimmte Fähigkeit, die euch zur Verfügung steht, entweder dauerhaft oder wenn ihr ein bestimmtes Symbol würfelt. Und hier unten rechts seht ihr noch einmal den Tauschwert, aber da gehe ich später noch mal genauer drauf ein. Hier hätten wir also ein Motorrad. Dieses Motorrad kann 4 Ausrüstungsgegenstände mit sich führen, hat eine Geschwindigkeit von 5 und kann gegen Abgabe von einem Benzinkanister nochmal 3 zusätzliche Geschwindigkeit erhalten. Und hier unten rechts seht ihr, dass bei 4 Schaden das Motorrad leider zerstört wurde. Bei den Würfeln in Waste Knight Second Edition ist zu erwähnen, dass es 4 unterschiedliche Farben gibt und diese unterscheiden sich in ihrer Stärke, aber auch in dem Risiko. Das bedeutet, die weißen Würfel sind nicht so stark, aber sie haben auch ein geringeres Risiko als zum Beispiel die roten Würfel. Diese sind zwar sehr stark, aber sie haben auch ein größeres Risiko. Denn dieses Symbol sagt, in einem Kampf würdet ihr, wenn ihr dieses Symbol würfelt, eine Ausrüstungskarte zerstören müssen. Dieses Symbol gilt immer als Erfolg oder diese Symbole gelten immer als Erfolg. Das heißt, wenn ihr testet, habt ihr einen Erfolg und wenn ihr angreift, fügt ihr pro Erfolg dem Monster eine Wunde zu. Dieses Symbol gilt als leere Seite, wenn ihr testet und mit diesem Symbol könnt ihr in einem Kampf eine Spezialfähigkeit nutzen.
Das sind die Symbole, die es gibt. Und wichtig, die Weißen sind nicht so stark wie die Roten, haben aber dafür auch ein geringeres Risiko. Dann können wir auch schon mit der Partie beginnen. Und eine Partie Waste Knight Second Edition wird über mehrere Runden gespielt, bis ein gewisses Ziel erreicht wird. Und das ist abhängig von dem Abenteuer, welches ihr spielt. Und eine Runde läuft wie folgt ab. Der Spieler, der am Zug ist, kann zwei Aktionen ausführen. Wichtig hierbei ist, die Aktionen müssen immer unterschiedlich sein. Und ich erkläre euch jetzt mal die einzelnen Aktionen. Die erste Aktionsmöglichkeit ist die Bewegung. Und bevor sich der Held bewegt, kann sich der Held dazu entscheiden, seine Ausrüstung einmalig auszutauschen. Das kann er aber auch nur vor seiner Bewegung machen. In unserem Beispiel ist es jetzt so, dass der Held sich erstmal dagegen entscheidet und er beginnt jetzt mit seiner Bewegung. Wir haben jetzt hier ein Motorrad und dieses Motorrad hat 5 Bewegungspunkte. Und abhängig davon, in welche Landschaft ihr fahrt, müsst ihr unterschiedlich viele Bewegungspunkte ausgeben. Das heißt, wir haben 5 Bewegungspunkte zur Verfügung und entscheiden uns jetzt, hier lang zu fahren. Das heißt, erstmal zur Highway, da müssten wir keinen Aktionspunkt ausgeben. Wichtig hier bei diesen Kratern, das erwähne ich jetzt schon mal hier, das ist unpassierbares Gelände. Das heißt, hier könnt ihr niemals durchfahren. Das heißt, wir müssten uns jetzt entscheiden, zum Beispiel hier hinzufahren. Das würde uns einen Aktionspunkt kosten oder einen Bewegungspunkt. Hier, das würde uns ebenfalls einen Bewegungspunkt kosten. Dann würden wir noch hier durch das Gestrüpp fahren. Das würde uns nochmal 2 kosten und wir würden dann sagen, wir fahren nochmal hier hin. Das heißt, wir hätten jetzt unsere 5 Aktionspunkte aufgebraucht. Wenn der Spieler seine Bewegung beendet hat, so deckt der Spieler rechts vom aktiven Spieler die oberste Karte vom Landschaftskartenstapel auf, der dem Terrain des Spielers entspricht. Das heißt, in unserem Beispiel ist es jetzt so, dass der Held in der Wüste ist. Das heißt, diese Karte wird aufgedeckt und wir hätten jetzt in diesem Beispiel eine Eventkarte. Und bei den Eventkarten ist es zunächst einmal so, hier oben seht ihr, dass ihr einen Bedrohungsmarker zieht. Und diesen Bedrohungsmarker, den zieht ihr immer aus diesem schwarzen Beutel. Das heißt, wir ziehen jetzt aus dem Beutel einen Bedrohungsmarker. Ihr seht schon, der ist doppelseitig. Die gelbe Seite ist für Events, die rote Seite ist für Feinde, dazu später mehr. Das heißt, wir schauen uns diese Seite an und das bedeutet jetzt, dass unser Fahrzeug einen Schaden erleiden würde. Dann würde das Event noch sagen, dass wir jetzt unsere Technik testen müssten. Und in der Klammer seht ihr immer, wie viele Erfolge ihr erzielen müsstet. Das heißt, in unserem Beispiel müssten wir jetzt 2 Erfolge erzielen. Dazu schauen wir uns jetzt hier den Bereich Technik an und sehen, dass diesem Helden 2 grüne Würfel zur Verfügung stehen. Das heißt, wir würfeln diese und versuchen jetzt 2 Erfolge zu haben. Das ist uns gelungen. Das heißt, wir haben diesen Test erfolgreich bestanden und wir erhalten dadurch 2 Erfahrungspunkte und gehen dann, um das anzuzeigen, hier 2 Felder nach vorne. Hätten wir den Test nicht bestanden, dann wäre es so gewesen, dass wir für jeden fehlenden Erfolg noch eine Ausrüstungskarte zerstören müssten, also die auf die andere Seite drehen müssten. Aber leider, das seht ihr hier unten, ist es so, dass wir ein Fahrzeug mit dem Typ Licht haben. Und das bedeutet bei dieser Karte, dass wir jetzt leider dem Fahrzeug 3 Schaden hinzufügen müssen. Und dazu legen wir diese 3 Marker auf das Fahrzeug. Jetzt noch kurz, was passiert, wenn ein Fahrzeug kaputt geht. Hier in diesem Beispiel wäre das ja so gegeben. Dann bekommt man hier so eine Fehlfunktionskarte und die wird hier hinten platziert. Zusätzlich kann man jetzt hier, das seht ihr auch hier unten nochmal, wenn ihr erkundet, keinen Tank oder keinen Benzinkanister abgeben, um nochmal zusätzlich zu erkunden. Und wenn ihr das repariert, dann würdet ihr die Karte umdrehen und dann hättet ihr einen dauerhaften negativen Effekt. Jetzt in diesem Beispiel wäre es so, dass ihr bei der Bewegungsaktion immer einen Bewegungspunkt zusätzlich abgeben müsst, wenn ihr Gebirge oder das Gestrüpp betretet. Eine weitere Kartenart sind die sogenannten Begegnungskarten. Und immer wenn ihr Begegnungskarten aufdeckt, seht ihr hier einen Buchstaben. Und dann schaut ihr euch in eurem Abenteuer an, ob dieser Buchstabe etwas zu bedeuten hat. Und hier unten im Abenteuer habt ihr dann immer hier so eine Auflistung. Und hier seht ihr jetzt, dass ihr beim Buchstaben D den Abschnitt 42 euch durchlesen solltet. Dann würdet ihr euch das Buch der Geschichte nehmen, den Abschnitt 42 vorlesen und das würde dann euer Abenteuer ebenfalls nochmal beeinflussen. Die letzte Kartenart sind die Feinde und die Karte eines Feindes ist immer wie folgt aufgebaut. Und wir hätten jetzt hier einmal einen Supermenschen, dieser ist ein Mutant und ein Kultist, das heißt hier seht ihr immer den Typen. Dann seht ihr hier die Art des Angriffs, also einen Nahkampfangriff, wie viel Leben der Supermensch hat und welche Belohnung ihr bekommt, solltet ihr den Supermenschen besiegen. Hier seht ihr noch unterschiedliche Fähigkeiten. Hierbei wäre es jetzt so, dass dieses Monster erst am Ende des Kampfes, also komplett am Ende erst, wenn der Kampf aufgelöst wird, besiegt werden kann. Dazu später mehr. Und hier zieht ihr jetzt einen Bedrohungsmarker. Wie ihr eben schon mal kennengelernt habt, zieht ihr den Bedrohungsmarker und dreht ihn dann auf die rote Seite. Zu dem Bedrohungsmarker komme ich aber später nochmal. Und zu guter Letzt seht ihr hier nochmal eine Sonderfähigkeit, falls ihr dieses Symbol würfelt.
Dann käme es auch schon zum Kampf und der aktive Held würde sich zunächst einmal für eine Waffe entscheiden, mit der er kämpfen möchte. Dann würde man die Fähigkeiten, wie eben schon gesehen, vom Monster aktivieren. Und dann würden wir uns anschauen, wann die Bedrohungsmarke aktiviert werden. Dieser Marke wird erst ganz am Ende aktiviert. Und dann können wir auch schon mit dem Kampf beginnen. Und im ersten Schritt werden zunächst einmal alle Effekte aktiviert mit dem Stichwort Engagement. Das haben wir jetzt in unserem Beispiel nicht. Das heißt, wir kämen jetzt schon zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt kommt es zum Fernkampf, sollte der Held bzw. das Monster eine Fernkampfwaffe besitzen. In unserem Beispiel ist es so, dass der Held eine Fernkampfwaffe besitzt. Das seht ihr hier an diesem Symbol. Und das bedeutet zum einen, dass er jetzt erstmal, weil es eine Fernkampfwaffe ist, eine Munition abgeben muss. Und zum anderen, dass er jetzt mit zwei grünen Würfeln würfeln darf. Das würde jetzt bedeuten, dass er einen Schaden hinzufügt und er kann noch die Fähigkeit der Waffe nutzen. Das heißt, in diesem Beispiel ist es so, wenn er dieses Symbol würfelt, kann er das benutzen, um dem Feind noch zwei Wunden hinzuzufügen. Dazu müsste er die Karte aber deaktivieren. Das heißt, er würde sie auf die andere Seite nochmal drehen. Das macht er, das heißt, das Monster erleidet jetzt drei Wunden. Hätten wir es sogar geschafft, vier Wunden hinzuzufügen, hätten wir das Monster besiegt und hätten als Belohnung zwei Erfahrungspunkte bekommen und hätten eine Ausrüstungskarte wieder reparieren können. Wichtigerweise sollte das Monster im zweiten Schritt, also dem Fernkampf, besiegen, so würde es trotzdem nachher in der Nahkampfphase noch zurück angreifen. Im dritten Schritt werden angefangen vom Feind noch fortgeschrittene Fähigkeiten aktiviert, aber im Moment ist es so, dass wir noch keine haben, das heißt, wir kommen direkt zum vierten Schritt, das ist dann der Nahkampf. Wir haben ja eben schon den Fernkampf gesehen vom Helden, das heißt, jetzt greift das Monster zurück an. Das heißt, das Monster hat jetzt einen weißen, einen grünen und einen blauen Würfel, würfelt diese und hätte jetzt folgende Würfel gewürfelt. Das heißt, er fügt drei Schaden zu und würde zusätzlich sogar noch eine Ausrüstungskarte zerstören. Erleidet der Held eine Wunde, so wird hier der rote Marker hinten platziert und erleidet er hier so eine Biohazard-Wunde, so wird er auf die andere Seite gedreht. Wichtig ist beim Biohazard, dass ihr, um den zu heilen, erstmal diesen Marker auf die verwundete Seite dreht und dann erst den Marker entfernen könnt. Zudem ist aber hierbei auch zu erwähnen, dass dieser Marker dennoch nur das Leben um 1 reduziert. Das heißt, im Moment wäre es jetzt bei 6. Solltet ihr einmal kein Leben haben, so erhaltet ihr diese Karte. Und das sagt euch zum einen, ja, dass der Zug sofort beendet ist. Und solltet ihr wieder Bewusstsein erlangen, so würdet ihr einen radioaktiven Marker entfernen und würdet auch nochmal 4 Wunden entfernen. Dann würdet ihr die Karte umdrehen, um zu sehen, was passiert. Ja, leider geht es eurer Schulter jetzt nicht so gut. Und ihr würdet dann immer, wenn ihr attackiert, eine Wunde weniger zufügen. Das heißt, ihr legt die Karte dann hier hin und das beeinflusst euch dann für den Rest der Partie. Dann kämen wir zum letzten Schritt und da schauen wir uns noch die Bedrohungsmarke an. Wir haben ja eben diesen Bedrohungsmarker gezogen, weil dieses Monster hier diese Bedrohung 1 hat. Und das würde bedeuten, dass wir noch eine weitere Ausrüstungskarte zerstören müssten. Dann nochmal kurz zur Karte. Ihr seht hier diese unterschiedlichen Symbole. Und wenn ihr dieses Feld oder diese Zone betretet, dann würdet ihr jetzt in diesem Beispiel einen Bedrohungsmarker ziehen. Hier würdet ihr so einen Biohazard-Marker bekommen und hier so einen radioaktiven Marker. Sollten sich einmal zwei Helden auf einem Feld befinden, so errichten diese ein Camp und könnten dann zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände miteinander tauschen, wenn der Tauschwert übereinstimmt. Das heißt, in diesem Beispiel wird 2:2. Das heißt, die Spieler könnten jetzt diese beiden Ausrüstungskarten miteinander tauschen. Außerdem kann ein Held einem anderen Helden dann helfen, falls er Fähigkeiten hat, um ihn zum Beispiel zu heilen oder um sein Auto zu reparieren und so weiter. Eine weitere Aktion ist die Camp-Aktion und wenn sich der Held im Camp befindet, kann er beliebig viele der folgenden Dinge ausführen. Zum einen kann er sich heilen, indem er so eine Medizin abgibt und er kann dann entweder 3 Wunden heilen oder einen radioaktiven Marker entfernen. Wenn er so einen Biohazard-Marker entfernen möchte, so ist er doppelt so schwer zu entfernen. Das heißt, hierfür müsste er dann 2 abgeben. Das heißt, er könnte zum Beispiel das hier noch heilen. Zusätzlich kann man noch Sachen reparieren. Dieser Held könnte jetzt 4 Sachen reparieren. Für jeden Punkt könnte er einen Schaden von seinem Auto oder von seinem Fahrzeug entfernen. Oder er könnte für jeden Punkt noch eine Ausrüstungskarte wieder auf die aktive Seite drehen. Solltet ihr zudem mit eurem Erfahrungsmarker einen schwarz unterlegten Bereich erreicht haben, so könnt ihr ein Upgrade vollziehen. Das heißt, ihr sucht euch dann ein Upgrade aus und legt das dann unter euer Heldentableau und habt dann eine Fähigkeit für den Rest der Partie.
Wichtig hierbei ist noch zu erwähnen, dass es manche Fähigkeiten gibt, die erst ab 6 Erfahrungspunkten freigeschaltet werden können. Bewegt sich ein Held in eine Stadt, so kann er 2 der folgenden Aktionen ausführen. Einmal geht es zum Quacksalber, da kann er einen radioaktiven Marker und 4 Wunden entfernen oder er legt eine Wundenkarte ab. Dann geht es zur Garage, da kann er 3 Schadensmarker entfernen oder er legt eine Fehlfunktionskarte ab oder er kann in der Werkstatt sich dazu entscheiden, eine zerstörte Ausrüstungskarte wieder auf die aktive Seite zu drehen. Oder er entscheidet sich für den letzten Schritt, da gibt es neue Ausrüstungskarten. Dazu werden die untersten 3 Karten vom Ausrüstungskartenstapel gezogen und mit der verbrauchten Seite hier hingelegt. Hier unten seht ihr den Tauschwert und wir haben ja im Moment 3 Tauschpunkte. Das heißt, wir könnten uns entscheiden, diese beiden Karten zu nehmen. Das könnten wir machen, wir könnten aber auch die Karten abwerfen, um den Tauschwert zu bekommen. Und das würde bedeuten, für jeden Tauschpunkt würden wir eine Ressource unserer Wahl bekommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns entscheiden würden, diese beiden Karten abzuwerfen, hätten wir 3 Punkte und könnten uns damit dann zum Beispiel diese 3 Ressourcen holen. Wenn er jedoch Ausrüstungskarten abwirft, so kann er keine Ausrüstungskarten mehr bekommen. Und das war die letzte Stadtaktion. Die nächste Aktion ist Erkunden und beim Erkunden ist es so, dass man die oberste Karte vom Erkundungskartenstapel aufdeckt und sich dann anschaut, in welchem Gebiet man ist. In unserem Beispiel ist es ja jetzt so, dass wir in diesem Gebiet sind, das heißt, wir würden eine Munition bekommen. Wenn der Spieler die Erkundungskarte nicht durchführen möchte, kann er sich dazu entscheiden, eine weitere Erkundungskarte aufzudecken. Wichtig hierbei ist nur, dass die neue Erkundungskarte gilt. Und zudem dürft ihr auch nur eine bestimmte Anzahl an Erkundungskarten aufdecken. Das seht ihr hier in diesem Bereich. Das heißt, dieser Held dürfte jetzt maximal 2 Karten aufdecken. Aber der Spieler möchte jetzt keine weitere Erkundungskarte ziehen. Das heißt, er bekommt jetzt eine Munition. Eine weitere Aktion ist es, auf verschiedene Abschnitte einzugehen. Aber um euch nicht zu spoilern, werde ich jetzt nicht mehr auf diese Aktion im Detail eingehen. Das war mein Wie spiele ich Waste Night Second Edition und jetzt habt ihr wieder die Möglichkeit, ein Pledge-Level zu gewinnen. Alle Abonnenten, die dem Video einen Daumen nach oben geben und folgende Frage beantworten, die haben die Möglichkeit, ein Pledge-Level zu gewinnen. Und diesmal würde ich gern von euch wissen, was haltet ihr von Spielen, die ein Story-Element haben? Also wie zum Beispiel bei Waste Night Second Edition. Findet ihr das super, dass so eine Story dabei ist und ihr selber Entscheidungen treffen könnt? Oder sagt ihr, nee, ich möchte lieber nur ein Spiel haben und das reicht mir und ich brauche keine Story dahinter? Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!